Konnichiwa-Catty, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren React-Folge von den Twitch-Clips Germany. Ja, heute sind wir bei der Folge 221. Hey, das heißt, wir haben nächste Woche, wenn wir dann entsprechend unser Jubiläum haben, nicht nur Jubiläum, nein, wir haben auch die Folge 222, also eine Schnapszahl. Wunderbar, passt doch wunderbar. Und was soll ich jetzt sagen? Falls ihr euch wundert, warum die Kamera heute so ein bisschen hin und her springt, ich hatte Probleme und deswegen musste ich da, bin ich auch zu spät in der Aufnahme und hin und her und alles. Und deswegen, die ist heute nicht so eingestellt, wie sie soll. Ich muss danach dem Streamer gucken, dass ich das wieder richtig hinbekomme, damit sie das macht, was sie machen soll und nicht das macht, was sie nicht machen soll. Genau, okay. Aber wir starten rein. Die heutige Folge heißt In Netto-Filiale eingeschlossen. Das kann natürlich auch mal manchmal ganz toll sein, wenn man in einem Supermarkt oder Discounter eingeschlossen ist und ja, man hat das ganze Sortiment für sich. Und wenn keiner kommt und einen rauslässt, ich glaube nicht mal, dass man dann Probleme kriegt, weil man kann ja nichts dazu, man muss ja irgendwie überleben. Gell? Also, man sollte es halt dann nur nicht übertreiben. Deswegen starten wir mal rüber in die in den Live-Bereich. Da haben wir das Ganze schon eingestellt. Dass die, wo von Anfang an dabei waren, wissen das und haben das gerade auch gesehen. Und ja, genau. Gut, dann, das wissen wir doch. So, ihr seht schon hier das Startbild heute. Ich weiß gar nicht, man sieht gleich. Ah, doch, da. Nee, Kofi. Doch, Kofi könnte das sein. Die Einleitung macht. Wir schalten rein und ja, sollte was nicht richtig funktionieren oder richtig passen, bitte kurze Mitteilung. Und dann geht das. Würde ich gucken, dass ich das einstellen kann. Okay. Gut, reingeht. Auch wenn ihr nicht alles seht, was ihr sonst seht, aber immerhin schon mal besser als vorher. Okay, weiter geht's. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Twitch Clips Germany, wo es heiß hergeht oder chaotisch. I don't know. Also ich würde sagen, eher chaotisch und dieses Bild ist echt genial, genial gestoppt, muss ich sagen. Gefällt mir. Und wie gesagt, also ich denke eher, es ist chaotisch. Erotisch, heiß, weiß ich nicht. Hey, ganz kurz nur. Die CG sammelt gerade die Erlaubnis von jedem Streamer. Das ist nicht für mich, sondern für Google. Dabei spielt es keine Rolle, ob du schon seit Jahren gezeigt wurdest oder noch gar nicht. Mach einen Clip, in dem du sagst: Dein Name ist CG. Ja, fast. Besser Twitch Clips Germany aussprechen, sonst darf Trading Card Games deine Clips verwenden. Ich, Jinza, gebe Twitch Clips Germany die Erlaubnis, meine Videoclips zu verwenden. Na, das ist doch mal fachmännisch. Jetzt nur noch auf twitchclipsgermany.de bei Verifizierung den Clip einschicken und fertig. Und mit etwas Glück bist du in der nächsten Folge dabei. Ja, das ist gut zu wissen. Das werde ich nämlich jetzt auch machen. Also nicht jetzt sofort natürlich, sondern ja, demnächst mal, wenn... Wie gesagt, das machen wir gleich nächste Woche während der... während des Events dann. Da machen wir das zusammen und nehmen das auf. Das passt dann gut. Oder ich mache das nachher, weil gucken, weiß ich doch nicht. Aber das ist gut zu wissen, dass sie das brauchen. Das werde ich machen, damit ich dann vielleicht auch mal reinkomme. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Das ist nicht euer Ernst! Ich hasse mein Leben! Das war der letzte Bus für diese Woche! Nein, 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 nein! Wir hoffen jetzt mal, dass es Sonntag war. Weil wenn es Sonntag war, dann hat er ja Glück, dann kann er Montag wieder fahren. Wenn das allerdings jetzt zum Beispiel Mittwoch war und es fährt bis nächste Woche Montag kein Bus mehr, dann wird es schwierig. Aber da sehen wir mal wieder das Verkehrsdefizit Deutschlands. Da, wo die Busse wo sie gebraucht werden, werden sie nicht eingesetzt oder sie fallen aus. Auch selbst in Großstädten, hier bei uns zum Beispiel, fallen immer wieder Busse aus. Meistens dann, wenn man sie braucht. Ja, weil entweder sind die Fahrer krank oder im Urlaub oder sie haben keine Lust, wie auch immer, und so weiter, ja. Und jetzt demnächst, es ist ja jetzt eine große Renovierung, Instandsetzung heißt das, Instandsetzung der Deutschen Bahn und einiger wichtiger Strecken gedacht. Eine bei uns hier von Frankfurt nach Würzburg, glaube ich, wird demnächst jetzt auch gemacht. Das heißt, für die Pendler, die da jeglich hin und her fahren,
mal stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr große Umwege oder Schienenersatzverkehr nutzen müsst. Und das Lustige am Schienenersatzverkehr ist immer, die Bahn ist so, der Schienenersatzverkehr ist so. Also müssen wir die Leute, die in so sitzen, in so bekommen. Wie ihr euch dann in dem Bus oder im Schienenersatzverkehr fühlt, dürft ihr selber entscheiden. Stray! Guck doch nicht weg! Oh, Junge, greif mich doch nicht an! Oh mein Gott! Also, Katzen mögen es definitiv nicht, wenn man sie versucht zu knutschen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Glücklicherweise ist bei mir das, was sie da gemacht hat, noch nie passiert. Aber er hatte ja auch das Glück gehabt, das war eine virtuelle Katze und keine echte. Ein Konstruktionshammer. Ach, du die. Was war's auch nichts Neues? Habe ich alles schon? Wie alles? Ah! Ich hab gerade die falsche Tüte gegriffen. Hast du gerade die Katzenschmeckis gegessen? Ja. Ey, aber guck doch mal. Ja, bitte. Also so viel unterscheidet sich das nicht. Geil. Das ist mir noch nicht passiert. Liegt aber auch daran, dass ich die Katzenleckerlis hinter mir im Schrank stehen habe und da gar nicht so erst rangreife. Ich habe nur auf dem Tisch immer nur meine Sachen liegen, wenn überhaupt. Und aber ja, doch. Obwohl ich manchmal sagen muss, ich habe es noch nicht gemacht, aber manchmal muss ich sagen, das Futter, was man den Katzen hinstellt, das riecht gar nicht so schlecht. Wir hatten mal einen, das war während meiner Ausbildungszeit am Ende und dann im ersten Betrieb, der hatte da in dieser Übergangszeit so ein bisschen Stress mit seiner Frau und sie ist hingegangen und hat ihm statt Gulasch Schappi ins Essen gemacht. Ja, wir wussten das eher nicht. Ich bin so panisch aufgewacht, hab mich richtig geschämt und war so, oh Gott, wer hat die letzten Tage eigentlich deine Katzen gefüttert? Oh Gott, du bist so ein Katzenschänder, die haben gar nichts gegessen die letzten Tage. Ich hab mich richtig geschämt und dann ist mir eingefallen, nach so ein paar Minuten, wo ich mich richtig schlecht gefühlt habe, hä, du hast doch gar keine Katzen. Moment, sie wacht auf und stellt fest, dass sie ihre Katzen nicht gefüttert hat, die sie eigentlich gar nicht hat. Dann ist es doch gar nicht so schlimm. Dann solltest du eher einmal darüber nachdenken, was für komische Gedanken du hast. Gut, weiter. Ja, in L.A. würde ich jetzt auch nicht hingehen. Das wäre merkwürdig. Aber nach Köln würde ich fahren. Auch kein Gronkh-Riesenrad, bitte. Nein. Und es gibt auch keinen Gronkh-Copter, mit dem man eine Runde fliegen kann. Und ein Gronkh-Karussell? Gronkh-Porn! Popcorn-Porn. Ich dachte so Gronkh-Popcorn. Das war ein toller Versprecher. Gronkh-Porn. Ich weiß nicht, ob der so gut läuft. Oder laufen würde. Müsste man vielleicht mal testen. Ja. Ach so, im Übrigen. Ich hab's vergessen, aber ich hab's gesehen, Kistenkater. Danke natürlich für dein Herzchen. Hallo? Für dein Herzchen. So. Wie gesagt, nicht wundern über die Kamera. Die ist heute ein bisschen komisch drauf. Und. Natürlich dir guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Weiter. Dubai. Nee. Das ist der Alex. Das ist der Fernsehturm, so der lange Lulatsch. Das ist eine Stadt, die keiner kennt. Das ist irgendeine Stadt, die keiner kennt. Ich wohne nicht in Berlin. Okay, ich habe schon mal in Berlin gewohnt. Und ich war vor kurzem, also letztes Jahr in Berlin. Das war der lange Lulatsch, der Berliner Fernsehturm am Alex. Und ja, den kennt man eigentlich. Und wer das nicht tut und vielleicht sogar da wohnt, sollte sich schämen. Ganz schlimm schämen. Genau. Obwohl, vielleicht sollten wir uns eher schämen, dass das unsere Hauptstadt ist. Also wenn du da mit der einen Maustaste sozusagen... Okay.
Okay, da war ich jetzt selbst etwas irritiert oder die Pause zu kurz. Die Liege hat sich von allein bewegt. Na gut, es ist ein Horror-Game, da ist das sowas normal eigentlich. Ja. Weiter. Oh, mein Kuchen ist fertig. Ich muss den mal kurz aus dem Ofen holen. Passt auf, sie hat den Kuchen entweder verbrennen lassen oder gar nicht eingeschaltet. Nein! Klingt danach. Mein Kuchen ist schwarz. Aha. Also, sag dich doch, entweder hat sie nicht eingeschaltet oder sie hat ihn zu lang drin gelassen. Es war Zweiteres. Ja, man sollte vielleicht, wenn man Kuchen im Ofen hat, manchmal warten. Nein, nicht warten, natürlich nachgucken. So, erstmal habt ihr gerade, seht ihr jetzt wieder ein bisschen mehr von mir. Ich habe den Live-Ausschnitt einfach mal ausgeschaltet. Ich muss das erst korrigieren. Zweitens geht's jetzt weiter. In dem... Alter, der Elch ist ausgerutscht. Oh. Wie gut, und der tut immer so, ja, ganz cool, ich chill hier nur meine Runde. Hoffentlich guckt keiner. Oh. Gronk? Es hat einen Namen. Boah, das ist fies. Für diejenigen, die diesen Insider am Ende nicht verstanden haben, wir hatten vor einigen Folgen diesen Clip von Gronk, der in einem Spiel war und da war eine Katze und das war das einzigste Wesen in diesem ganzen Spiel, das einen Namen hatte. Und was macht Gronk? Nimmt eine Pistole im Spiel und schießt sie ab. Das hat einen riesen Aufschrei in der Twitch-Community ausgelöst und das wird jetzt so zu einem Selbstläufer, allerdings, also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, Kistenkarte, ob der Hirsch, beziehungsweise der Elch, wieder auf die Beine gekommen wäre. In der Natur, glaube ich, kriegt er das hin, aber das ist ja ein Spiel gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Das kommt auf die Engine an, wie die da irgendwann reagiert. Ob er vielleicht immer weiter vorrutscht und dann irgendwann in Schnee kommt und sich hochziehen kann. Ansonsten endet das wirklich sehr schlimm für den Elch. Oder es kommt jemand und er löst ihn. Deswegen ja auch dieser Spruch mit Gronk. Weil es war jetzt so der Gedanke, Gronk, geh vorbei und schieß ab. Mein Name ist Jenyan in 60 Jahren. Shen. Shots feiert. Hä? Wenn sie in 60 Jahren wirklich so gut aussieht, dann Hut ab. Stimmt, das wäre wirklich dann, ja. Genau, weiter geht's. Oh ja. Ich nehme jetzt nochmal richtig Anlauf hier und dann gehe ich aber rein. Yeah. Und jetzt stirbt er. Ja, da war er drin auf jeden Fall. Ja, da war er voll drinne, voll in die Kugel gerannt. Das war aber auch klar, sowas muss passieren. Ja, ich weiß. Ich fand es jetzt auch nicht lustig. Und ich fand auch, dass die Reaktion von der Streamerin nicht lustig, als dass sie gelacht hat, weil der Elch nicht hochkam. Richtig, stimmt. Deswegen eine Bitte von mir an alle, die mir zuschauen, die das sehen und auch im Nachgang vielleicht sehen und so weiter kommen. Bitte. Wenn ihr irgendwo in der Natur ein Tier seht, bei dem ihr sicher seid, dass es Hilfe braucht, helft ihm. Karma kommt immer zu einem zurück. Dran denken. Das war, Leute, ich hab Gänsepelle. Wow, das war mit so einem, es ist ein Kinderinstrument, eine Kindertröte, das so genial nachzuspielen. 100.000 Daumen hoch. Echt geil. Richtig geil. Und ein toller Titel. Da sollten sich einige mal ein Stück von wegnehmen. Von dem, was dieser Titel aussagen soll.
Ja, und wer es nicht weiß, was es war Nesaya aus Tabaluga von Peter Maffay. Aber was ist das? Ist das nicht nur für Tiere? Also... Also heute ist der Stream oder beziehungsweise die Clipsammlung grenzwertig. Das ist jetzt schon der zweite eigentlich schon der dritte Clip, in dem Tiere nicht so behandelt werden, wie sie sollen. Klar, ich weiß, Sons of Forest ist ein Survival Game und man braucht das Fleisch, um zu überleben. Da wird mir Kistenkater recht geben, aber sich darüber lustig machen und freuen, dass wenn ein Tier in eine Falle läuft und stirbt, ich weiß nicht, also da bin ich nicht ganz so dabei, ganz ehrlich. Und wenn wir eine Reaktion von Kistenkater kriegen sollten, kriegt er sie nach dem nächsten Clip. Okay. Oder warten wir, bis einer stirbt. Du stirbst. Das ist so scheiß unlustig. Aber wenigstens hat er sich nicht erschreckt bei dem Horror-Game, sondern es war nur scheiß unlustig, weil er derjenige war, der stirbt. Ja, wenn du schon sagst, ich sage es doch immer wieder, Videogames hören zu. Also, überlegt euch sehr genau, was ihr sagt, wenn ihr ein Videogame spielt, bei dem sowas passieren könnte. Warte mal, ich könnte Reboot Computer drücken. Haben die sich wirklich das Recht rausgenommen, einen Button in ihr Spiel zu installieren, dass mein Spiel neu starten würde, dass mein Rechner neu starten würde, Chat? Wir testen ja, das jetzt. Ja, ja, tut es. Und tschüss. Don't leave me. Ich werde da jetzt draufklicken. Tschüss. Oh, scheiße. Sie werden in Kürze abgemeldet. Tschüss. Ja, so kann's gehen. Er hat aber wenigstens doch Zeit dafür, sich zu verabschieden und sich darüber lustig zu machen, dass er jetzt abgemeldet wird. So, und wir haben eine Reaktion von unserem Kistenkater. Er schreibt, Sons of Forest, das Game, bei dem man Tatsache erst den ersten Teil kaufen sollte und spielen, The Forest. Stimmt? Hat er auch gemacht. Und dann erst Sons of Forest. Ja, damit ihr wisst, wie diese Story aufgebaut wird. Ah, das hat, glaube ich, damit zu tun. Richtig, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Kistenkarte. Cardboard Packaging kommt runter. Plastic Packaging, da haben wir noch zwei Sachen. Nein! Doch! Oh Gott! Ich hab dich aufgepasst! Wir sind verbrannt! Ja. Augen auf beim Inventar überprüfen. Das kann man auch immer wieder nur sagen. Manchmal ist es zu klein, manchmal zu voll, manchmal einfach zu unübersichtlich. Und dann können solche Dinge passieren. Genau. Chat. Clippy hat gestern eure Clips durchgeschaut von mir, ne? Ich bin von euch enttäuscht. A, ihr klippt zu wenig. Und B, ihr schickt nur die dümmste Scheiße an Clippy. Also wirklich, ich glaube, 4 oder 5 Personen haben fucking Clippy Aro out of context geschickt, wo ich einfach nur und so eine Scheiße gemacht habe, weil ich mich auf Kaffee verschüttet habe, ihr Vollidioten. Ich habe gerade Kaffee auf mich verschüttet, ich war zu schnell. Ah, meine Brust ist heiß. Aua. Aua, heiß, 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 aua. Oh, ich bin ganz feucht. Ich weiß, das ist aus dem Kontext gerissen worden und auch nicht richtig rübergebracht worden, aber also, dass sowas geklippt wird, das muss doch, ist doch wohl klar, oder? Also, sich darüber aufzuregen, ja, okay, gut. So, und unser Kistenkater hat auf meine Frage, ob das mit der Story zu tun hat, jetzt geantwortet und deswegen, ja, es ist immer so ein bisschen verzögert, das wisst ihr ja. Und da stand ja jetzt also, ja, aber es hat das, was? Nein, ja, aber ich hatte das ja verkehrt herum gekauft. Stimmt. Er hatte erst Sons of Forest gekauft, weil er das als erstes irgendwo gesehen hat und es sich freute und dann festgestellt, es gibt noch ein zweites. Beziehungsweise ein erstes. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und dann den ersten. Wobei ich ja das Phänomen habe, dass ich meistens Games zu einfach, die Games zu einfach für mich sind. Ja, ich könnte jetzt sagen, warum sie manchmal zu einfach für dich sind, lieber Kistenkarte, aber das lassen wir, weil das ist was nicht hier hingehört. Und ja, manche Spiele sind einfach. Einfach, klar, aber ja, manchmal kann man sie sich auch einfach machen. Weiter geht's. Oh, das ist auch keine Straße hier.
Stunden später, aber wir haben's. Meine Herren. Was ist da los? Mein Gott, Frau Beckmann. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ganz einfach, weil du dich dämlicherweise auf eine abschüssige Stelle gestellt hast. Mit einem schwer beladenen Gepäckstück hinten auf der Ladefläche. Das nimmt irgendwann mal Übergewicht. Ist doch klar, dieses Spiel ist sehr realistisch gemacht. Ja. Und dass das auch in der Realität wirklich passieren kann, schaut euch Ice Roads of History an. Oder Ice Trucker heißen die, glaube ich. Da sieht man solche Sachen. In Realität. Ist eine sehr interessante Serie. Da hatte sich die Mikrofonhalterung des Mikros verabschiedet. Und damit hat er nicht gerechnet. Das ist mir aber schon aufgefallen, dass Shure SM7B scheint wohl öfters so dieses Problem mit der Mikrofonhalterung zu haben. Dafür, dass es ein über 300 Euro teures Mikrofon ist, wo haben sie da wohl gespart? Ja gut, okay, bei knapp über 300 Euro, da spart man nicht. Alter, ich hab keine Ahnung von der Map. Was für Heaven. Ja, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Kann ich sagen, nichts, muss ich gucken zu. So kann es gehen. Man sollte schon gucken, wo man hinrennt. Und warum ich jetzt gerade so komisch hier rumgeguckt habe, ist, weil auf meinem Kontrollmonitor angezeigt wird, ich hätte nur einen Zuschauer irgendwie. Also irgendwas stimmt hier heute gewaltig nicht. Das heißt, das zieht hier wieder massivst meine Zahlen nach unten. Ach, weiter geht's. Shit, Leute. Die haben mich komplett zugemacht. Ronny ist doch noch auf Klo. No way. Ja, wirklich. Ohne Scheiß. Die haben komplett dicht gemacht. Oh mein Gott, ist das geil. Die Dame ist noch da. Warte, ich fahr mit Lastenrad hinterher. Ich fahr hinterher. Moment. Wie geil. Turbo-Modus Lastenrad. Moment. Ronny, wir holen dich da raus. Wo ist Ronny? Nein, er ist da. Okay, warte, ich fahr schnell den Dings hinterher. Hä, wie geil Scheiße. Ist das denn? Wir haben Ronny verloren. Scheiße. Excuse moi. Oh, okay, Alter, geht noch weiter. Tat, weil ich zu lange auf Klo war. Deutscher Streamer wird in dänischer Netto-Filiale eingesperrt, wenn das Bild von Ronny. Zeig mal das Bild von Ronny. Der Streamer Ronny Berger wurde in Dänemark einer Netto-Filiale eingeschlossen. Zeig noch mal bitte. Copyright Ronny Berger. Ja, ja, also wie kann man? Dazu musst du diese Community von denen kennen. Die finden sowas lustig. Ich find's eher traurig. Aus mehreren Gründen. Und zwar erstmal, warum gehe ich ja kurz vor Ende aufs Klo und alle anderen rennen raus und warten draußen? Da hätte ja zumindest mal einer vor der Tür stehen bleiben können und sagen können, hier, wir wissen jetzt, wird gleich zugemacht. Dass Bescheid, einer Bescheid weiß. So, zweitens, ist von der Belegschaft keiner durch den Laden gegangen und hat mal nachgeguckt, ob wirklich alle Kunden raus sind. Das ist auch sehr bedenklich. Also, ich weiß nicht, ich glaube, hier in Deutschland würde das nicht passieren können, so einfach. Ich habe am Anfang bei der Einleitung, aufgrund dessen, was wir da als Tipp bekommen haben, beziehungsweise als Titel, steht ja hier oben, in der Netto-Filiale eingeschlossen, gesagt, das ist bestimmt lustig, weil man hat alles da, aber so lustig, glaube ich, ist das gar nicht. Und ja, also es ist grenzwertig, aber es ist natürlich, es ist interessant, damit in die Zeitung zu kommen. Ja. Aber das wirft wieder ein tolles Bild auf unsere deutschen Streamer. Wer ist der nächste Tote? One is on site. Wie dumm kann man spielen? Junge, was hast du? Echt, wie dumm kann man spielen? Er steht direkt vor dir. Du musst nur abdrücken. Und selbst das kriegst du nicht hin. Leg das Spiel beiseite und hör auf. Geräte. Ich weiß nicht. Oh, was ist. Oh. Moment, ich muss kurz was nachgucken.
Ah, Blätter, ich sehe Blätter, ich sehe Blätter. Und das war nicht lustig, definitiv nicht lustig. Ich hoffe, es hat genau das, ist genau das passiert, was er gedacht hat. Das würde ihm richtig, richtig, das wäre richtig, also so richtig mies und toll. Und ja, ihr wisst schon, ich brauche nicht auszuführen, was ich denke, was ihm passiert ist. Ey, da haben wir mal wieder die Flip Floyds oder Dr. Floyd heißen die ja, genau. Und mal gucken, was ist die Reacten auch. Sieht man ja Reaction. Also wir sehen jetzt eine Reaction. Nein, wir reacten jetzt eine Reaction. Sehr interessant. Weiter geht's. Auf und hat nach 5 Minuten auch gesagt, boah krass, der macht ja alles laut. Ich höre mich da. Und ich angeguckt ihn auch, dass mich angeguckt, als wäre ich komplett retard. Ja, ja, das ist auch wieder was Deutschland-typisches. Mitten im Stream fällt einfach mal so ein bisschen das Internet aus, so, oder es stockt einfach. Ja, so ganz geht. Und ja, was soll man dazu sagen? Die Effekte funktionieren nicht. Doch, doch, also ich habe sie gesehen. Eigentlich solltet ihr sie dann auch im Stream sehen. Wenn nicht, ja, dann, ja, wir haben das ja. Ich, wie gesagt, ich habe momentan irgendwie Probleme. Ich muss da nochmal drüber gucken. Guck mal kurz. Das ist doch was, oder? Das ist eine geile Handyhülle. Also, da kann man auch mal zuschlagen. Habe ich gerade auf Amazon gefunden. Ein Muss für jeden Hater. Ja, also diese Hülle, okay, kann man, wenn man ihn nicht mag, ist das vielleicht eine tolle Hülle. Ich würde sie mir nicht kaufen. Und was hier Kistenkater gerade schreibt, also er hat die Blätter, die gerade durchs Bild geflossen sind, nicht gesehen. Und er hat keinen Ton gehabt. Gut, bei den Sakura-Blättern gibt es keinen Ton. Das ist nur ein Bild, dass da fliegen Sakura-Blätter durch den Bildschirm. Aber du solltest sie eigentlich gesehen haben. Ich gucke jetzt gerade mal. Ist eigentlich alles eingeschaltet, was eingeschaltet sein sollte. Gut. Das Lustige ist, diesmal habe ich sie gesehen, du nicht. Okay. Ich gucke noch mal über meine Installation rüber und dann, ja. Genau. Passiert. Hallo. Dieses React Overlay habe ich so schon mal in der Richtung irgendwo gesehen. Das fällt mir gerade so ein bisschen auf. Es sieht schon ganz nice aus. Also finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe es von ihm kopiert. Wahrscheinlich habe ich es von ihm kopiert. Wahrscheinlich ist das so. Boah. Ganz rum. Es wird. Hallo. So, weiter. Den letzten Clip habe ich jetzt völlig über... Weiter geht's. Ja, oh, Massage ist super. Massage... Ja? Ja. Das war das Schlimmste! Kennst du... Wenn du das erst erwartest, du was Gutes und dann kommt sowas von hinten? Was ist denn das für ein Ding? Aua! Hau mir doch noch ein Mikro vor die Zähne. Alles ausgeschlagen, ist alles vorbei. Gleiche Szene raus. Ja! Ja, das kennen wir ja. Also wenn ihr mir schon länger folgt und öfter solche Reactings mitbekommt oder auf YouTube im Nachgang schaut, wisst ihr, dass ihm das öfters passiert, dass er diesen Dampfstrahl abkriegt. So, jetzt hat er sich mal gerecht dafür. Ich fand das richtig gut. Ja, muss ich sagen. Spitze. Weiter geht's. Vorschläge. London. Oh mein Gott. Er hat gerade einfach Kaffee auf uns verschüttet. Und jetzt verteilt er den Kaffee, der auf seinem Fell ist, in der Wohnung, damit er sich dann irgendwo in eine Ecke legen kann und den Kaffee bei sich abschlecken kann. Was für Katzen übrigens gar nicht so gut ist. Koffein ist für Katzen nicht gut. Deswegen, immer schön so wegstellen, dass die Katze nicht drankommt. Genau. Was für Katzen allerdings interessant gut riecht, oder zumindest für unsere, Waterdrop. Die letzte hat sie aus meinem Becher getrunken. Das hat der Kistenkarte nicht mitbekommen. Sie hat wirklich so schlapp. Geil, Leute. So. Es geht los. Der finale Part dieses Spiels.
Ja. Der finale Part des Spiels war, er landet im Wasser, weil er nicht aufpasst. So kann's gehen, weiter geht's. Okay, gibt's hier noch irgendeine Falle? Irgendwas, was mich töten möchte. Warte, ich muss das... Ja, da gab's was, was dich töten möchte. Du selbst. Das ist ja mal geil. Ja, so kann's gehen. Wäre er einfach gegangen, hätte das Schwert rausgezogen, wäre gar nichts passiert. Aber er springt auf das Schwert, tötet sich, stürzt ab und er säuft. Ja, so ist das eben. Okay, ah. Selfie-Senpai hat mich cute genannt. Dankeschön, Selfie-Senpai. Also an der Lache müsste man nochmal arbeiten. Das ist ja... Ja, genau. Im Übrigen, heute dranbleiben, also nicht hier, sondern auf dem Twitch-Stream, ich hab nach dieser Folge noch was zu sagen. Wo ist der Duten? Der kommt gleich von hinten. Alter. Jesus, Digga. Jesus. Horror geben. Erschrecken. Ja. Lieber Kistenkater, bevor du es jetzt schreibst, ich erzähle es, bevor du sagst, jetzt macht es sich wieder über Leute lustig, dabei erschreckt sich sich selbst. So, wir waren letzte Woche am Samstag auf der Dippemess. Das ist hier eine große Kirmes in Frankfurt, gibt es zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, da ist sie lang, einmal im Herbst, da ist sie etwas kürzer, sie geht jetzt noch bis nächste Woche Montag, also dieses Wochenende noch. Und wir haben es uns einmal erlaubt, was nicht ganz günstig war, aber trotzdem erlaubt, Geisterbahn zu fahren. Die ganze Geisterbahn über war absolut lustig. Die Geister waren, ja, man konnte sich darüber amüsieren. So, es war eine Babypuppe, die aus einem Kinderwagen raus hochkam oder... Ein Gespenst, das in einem Kasten eingesperrt war. Alles gut. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe mich darin trotzdem erschreckt. Und zwar aus einem einzigen Grund. Am Ende, kurz bevor wir aus dem Tunnel rausfuhren, stand ein realer Mensch mit einer Kettensäge. Es war eine Spielzeugkettensäge, es war eine Kettensäge. Und er kam ganz daran und damit habe ich nicht gerechnet. Und da habe ich mich voll erschreckt. So richtig. Kistenkater saß neben mir und hat sich scheckig gelacht. Weil er hat das lustig gefunden. Ich habe mich erschreckt. Also ihr seht, auch ich kann mich erschrecken. Allerdings nur bei solch Sachen. Bei Horror-Games, glaube ich, passiert mir das eher sehr selten. Kommt ja auch dazu, ich spiele sie sehr selten. Loswerden oder erwerben. No, no. Ich wollte aufs Pferd steigen. Oh Mann. Ich hasse dieses Spiel. Was ist denn los? Karma. Karma is a bitch. Erst landest du viel zu weit von dem Pferd weg, um aufzusteigen. Da hat die Reaktion natürlich klar die erste Person angegangen, die da stand. Das war der Herr, den du dann umgehauen hast. So. Und dann wolltest du einfach wegreiten. Du hättest dich ja auch mal entschuldigen können, zum Beispiel. Da wäre vielleicht gar nichts passiert. Und dann hat sich halt die Laterne gedacht, so, dich stopp ich. Ja, passiert. Tarnpignon. Ist das eine neue Pilzart? Ein getarnter Champignon, ein klingonischer Champignon oder ein romulanischer Champignon. Wenn ihr jetzt wisst, wovon ich rede, dann seid ihr alt. Ja.
Ich hab's aus Versehen wirklich angeleckt, ne? Toll, morgen bin ich krank. Oder du hast jetzt so viele Antikörper im Körper, dass dich keine Krankheit der Welt mehr angreifen kann. Aber eins muss ich sagen, geile Haarfarbe. Und bevor die Frage kommt, nein, ich möchte sie nicht. Ich bin jetzt mit meiner Haarfarbe zufrieden. Nein, nicht zufrieden. Also, sie geht in die richtige Richtung. Okay, Dan, alles eine wundervolle gut. Nacht. Ich gebe ihm Schmatzer. Dann hat halt ein Pinsel mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto. Das war die letzte Folge Twitch Tips Germany, die wir hatten. Also nicht die aktuelle, sondern die davor. Ja. Wenn ihr meine Reaktion auf diesen Clip mit Milchbaum sehen wollt, müsst ihr auf YouTube gehen. Da ist es nachzusehen. So, Oh mein Gott, hab ich Gänsehaut gekriegt. Und was war jetzt daran so erschreckenswürdig, gruselig? Sie ist in ein dunkles Treppenhaus hochgelaufen. Das passiert in der Realität immer wieder. Hab ich irgendwas verpasst? Ich meine, sie hat sich vor ihren eigenen Schatten erschreckt, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ja. Wir können anfangen. Also wir fangen an. Oldie ist dran. Deine Antwort? Ich hab keine Ahnung. Gute Wahl, Platz 1. Wie geil! Was zum Geier war bitte die Frage? Dass die Mehrzahl der Gefragten sagt, keine Ahnung. Okay. Und damit kann man gewinnen? Interessant. Ventilator. Zum 100. Mal. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt smart. Ich lade jetzt. Das kann ja nicht nochmal so durch. Nein! Digga, was mache ich da? Wie Brain AFK war ich jetzt gemacht? Ach du heilige Scheiße, Mann. Ja, das ist der Moment, in dem du feststellst, dass das Laden und das Speichern zwei unterschiedliche Funktionen sind. Und das Laden dich 3 Kilometer zurückschmeißt. Okay. Weiter. Wer war cooler? Thomas Edison oder Nikola Tesla? Tesla. Der hat wahrscheinlich das Auto, den Tesla, erfunden, oder? Na, nicht ernsthaft. Das ist nicht ernsthaft ihre Antwort gewesen. Tesla ist der Namensgeber, aber er hat den Tesla, also das Elektroauto, in dieser Form, wie es heute von der Firma Tesla gemacht ist, nicht erfunden. Also die Firma nicht. Er hat das Elektroauto erfunden. Das stimmt. Er hat auch den Strom, wie wir ihn heute benutzen, erfunden. Das wissen viele gar nicht. Aber er war zu Lebzeiten ein großer Sonderling. Und sein Tod war auch sehr mysteriös. Und viele seiner Aufzeichnungen sind danach verschwunden. Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Tatsache. Weißt du, was ich gerne sammel? Gedenklöffel. Gedenklöffel? Was sind denn Gedenklöffel? Gedenklöffel? Ja, das Ding heißt Gedenklöffel. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt mal. So, und bevor die Frage kommt, ja, dies ist ein Animal Crossing für den Computer gewesen. Ist relativ neu. Meine Wohnung ist in Nebel gehüllt. Oh mein Gott, ich konnte es, guck mal, ein Hoch darauf, dass meine Wohnung... Ich muss kurz mal hier Durchzug machen. Ein Glück. Oh mein Gott, ich habe unten angefasst. Ich sau. Oh nee, ich bin so scheiße dumm. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Außer
Warum hast du das gemacht? Lass doch den Topf einfach irgendwo stehen. Am besten auf dem Herd. Auf einer ausgeschalteten Platte. Lüfte durch und alles ist gut. Entweder kannst du den Topf noch retten, wenn du ihn einweichst und gut spülst, oder du schmeißt ihn weg und kaufst dir einen neuen. Mann. Am Anfang Tierquälerei, am Ende Dummheit. Also in dieser Folge jetzt heute. Stellt euch vor, ihr kommt von einem langen Tag nach Hause und seid einfach genervt. Dann macht ihr so. Und dann bringt ihr da mehr Luft rein. So. Und dann verstellt. Dann macht ihr den Mund auf. Und dann macht ihr noch Text rein. Zum Beispiel: I will die. Ah ja. Schatz, ab sofort weißt du, was passiert, wenn ich nach Hause komme und in der Schule genervt war. Oder was meinst du? Was ist denn? Oh! Ich bin kurz Hose weg. Wollen wir wissen, warum ihre Hose nass ist? Nein, wollen wir nicht. So, schön schräg. Ansprühen. Ja, der Sound auch. Warte, ich hole das Mikro ein bisschen näher, damit ihr auch den Sound mitnehmt. Kommt mir das jetzt so gerade so vor oder werden das ja, ist das jetzt die Sektion Weirdest Clips des, der Woche? Nee. Also wenn das so weitergeht, schalte ich wirklich ab. Aber bei mir den Ton, nicht den Clip. Ey, ich stream gerade. Oh mein Gott! Ey, du bist voll hübsch, ich schwör. Oh, gut. Ja, Twitch oder was? Ja, genau, Twitch. Oh, wie cool. Also, wenn ich filmen darf, dann bist du famous? Hallo. Hi. Hallo. Ey, bist du berühmt? Cool. Nee. Egal, du wirst noch. Du bist so hübsch, du wirst berühmt. Oh. Du wirst neue Reefed. Ich hab keine Ahnung, keinen anderen Streamer. Ich wirst neue Reefed, ich schwör. Geil. Ich kenn keinen anderen Streamer. Geil. Geil, danke schön. Ja, ich liebe Berlin, ich liebe dich, du bist so hübsch. Danke schön. Oh mein Gott, danke ich auch. Ja, beide, aber egal. Ist okay, ich auch. Kinda weird. Also jetzt war ich irritiert. Genau. Weiter geht's. Oh. Oh, geil. Also ich würde jetzt mehr als einen Tropfen würde ich jetzt nicht drauf machen, ne? Aber... Alter, wieso denn Durchfall? Das ist Magie. Ja, und genau das kann man davon bekommen, wenn man das pur trinkt. Das ist nicht gut, wenn man einen schlechten Magen hat. Gar nicht gut, gar nicht gut. Also schon, ist schon richtig so. Also, ja. Und bevor jemand fragt, ich spreche aus Erfahrung, ja. Kaputt, werde vergesslich. Und so, liebe Freunde, fixt man die Asynchronität der Münder in diesem Spiel. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Ja, wieder dieses Thema Asynchronität bei der Übersetzung von Videospielcharakteren. Klar, es gibt die Möglichkeit, genau wie im Realfilm oder in Realclips in Videospielen, das entsprechend relativ ähnlich zu machen. Bethesda hat das bei Starfield nicht gemacht und das ist einer der größten Memes und Bugs in diesem Spiel, obwohl ein Bug ist das eigentlich nicht, ist ein Feature, weil sie einfach bei der Synchronität nicht aufgepasst haben. Ja, gut. Muss man wissen, bevor man sich das Spiel kauft, ob man damit leben kann oder nicht, aber ob das jetzt eine gute Idee ist, jedem NSC einen Mülleimer über den Kopf zu stülpen, bei manchen wird das irgendwie, glaube ich, schwierig werden. Die Gardine geht nicht zu. Jetzt, okay. Weiter oben. Warte. Jetzt. Bist du jetzt zu Hause? Hast du abgeschlossen? Ja, meine Tür.
so geht mir das meistens, wenn ich Final Fantasy 14 spiele und das nachlesen will. Immer wenn ich gerade an der Stelle angekommen bin, wo ich hin will, springt der Chat wieder nach unten. Nervt. Es nervt. Ja, das Gute bei WhatsApp zum Beispiel ist, da funktioniert es, wenn man hochscrollt und dann bleibt das da. Ja. Dass du nicht sagen kannst, wenn ich das eine Mal probiert habe, dann ist gleich die gesamte Reihe scheiße. Jetzt habe ich den noch nass gemacht. Ups. Das wollten wir jetzt nicht wissen, nein. Aber Hut. Also, gehen wir nochmal durch. Also, wir hatten bisher Tierquälerei, Tierquäler-Clips, Würde-Clips, Tierquäler-Clips. Ist das so ein... Dann wird es jetzt in den letzten paar Minuten auch kommen. Also, wir haben noch 6 Minuten vor uns. Etwas mehr. Das kann ja noch lustig werden. Lass deinen Stream immer gerne im Hintergrund laufen. Du bist so eine sympathische und wunderschöne Frau. Ich liebe deine Art so sehr. Bleib bitte weiterhin so, wie du bist. Warum seid ihr immer im Lurk? Und Nudelsuppe. Oh, mein Popo juckt. Entschuldig bitte. Oh, Alamin. Ah, das war das Kompliment. Entschuldigung. Ich muss mein Po jucken. Okay, Entschuldigung. Hab ich es jetzt kaputt gemacht? Entschuldigung. Spätestens am Ende hat sie es kaputt gemacht. Ja. Jetzt wisst ihr auch, wie es heißt, wenn man im Hintergrund zuhört. Das heißt Lurk. Und dann war da eine Oma, die ist dann von ihrem Fahrrad abgestiegen, meinte, ach, die ist so zuckersüß, kann ich sie streicheln? Da habe ich gesagt, ja, es kann aber sein, dass sie in die Hand reinknabbert, weil sie spielen möchte. Es ist kein böses Knabbern, aber sie hat sehr spitze Zähne. Ach, das ist mir egal. Und dann ist die Frau ohne Hände wieder nach Hause gegangen. Aber es war ihr egal, denn Gnocchi war ja so süß. Nein, nein, zu diesem Clip sage ich nichts. Es ist ein Milchbaum-Clip. Es ist einfach so. Oh, hier scheint jemand unsichtbar zu sein. Okay. Habe ich nicht so ganz verstanden, den Klippen. Okay. Was haben wir überhaupt für eine Uhr? Oh, oh, scheiße, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Da konnte ich nicht innehalten vor Aufregung. Oh. Da bin ich eine Taste daneben gekommen. Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Und es gibt weirde Games. Ganz weirde Games. Ich sag doch, das ist so ein... ja. Nein! No! 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 Ach, Kobo! Diese fucking Taste für die scheiß Granaten! Und mein Gott, du Arsch! Ey, really? ja. Wenn man mit Granaten nicht umgehen kann, sollte man es lassen. Ganz einfach. Kistenkater, es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen. Und dass du bei Scum ständig musst. Ja, dann geh aufs Klo! Käsekuchen als Energy the Fuck. Ja, das ist halt auch sehr, das muss dir schmecken, sonst schmeckt's dir nicht. Wow. Leute, kleiner Funfact, weil das ist jetzt der Spruch der Woche. 2 Wochen lang hat Kistenkater nur sehr bedingt zugeschaut. In diesen 2 Wochen gab es keinen Spruch der Woche. Ich habe es nicht angekreidet, weil Kistenkater freut sich immer darüber, wenn er kommt. Und da er nicht da war, war es ja nicht so schlimm. Also, dass der Spruch nicht kam, dass Kistenkater nicht da war, war natürlich schlimm. So, jetzt ist er heute wieder voll dabei. Und was kommt? Der Spruch der Woche. Ist das was? Kistka, das siehst du mal. Selbst Twitch Clips Germany bekommt mit, wenn du wieder zuguckst. So muss das sein. Und das muss dir schmecken, sonst schmeckt es dir nicht. Ja, eine typische Weisheit deutscher Natur. Weiter geht's. Also laut BMI habe ich Asiposi... Heißt es Asipoli oder Adi? Asipositas. Mahlzeit! Adipositas heißt das.
Übergewicht. Aber ich gehe immer nach dem Motto, ich bin nicht übergewichtig, ich bin untergroß. Weil wenn ich etwas größer wäre, wäre ich nicht... Ja, lassen wir das. Ich habe 5 Kilo zu viel. Mal gucken, ob ich Palium-Erz kriege. Horror Time mit Yuki Fax. Julian, ich glaube, du hast dich verschrieben. Ja, das sah mir nicht nach einem Horror-Game aus. Da hat er sich definitiv verschrieben. Hundertprozentig. Well, weiter geht's. Ich habe einen viel stylerischen, viel cooleren Aluhut. So seid ihr geschützt vor Alien oder den Echsenmenschen oder den Reptiloiden oder den UFOs oder den Ägyptern. Ganz ehrlich, bei dem, was hier abgeht, möchte ich vor denen gar nicht geschützt sein. Ich glaube, bei denen geht's besser zu. Deswegen kommen die auch nicht mehr. Ich komme hier angeflogen, gucke auf die Erde und sage, sie sind die bescheuert. Komm, wir fliegen wieder weg. Wir kommen in 20 Jahren wieder, da sind sie weg. Stechmücken sind schlimm, ich hasse sie abgrundtief. Aber Stechmücken stechen nicht, oder? Oder stechen die doch? Weil die Schneider stechen nicht. Die Schneider heißen ja auch Schneider und nicht Stecher. Und Stechmücken stechen definitiv. Und das ist auch nicht lustig. Genau, weiter geht's. Oh! Nein! Doch! Ich wollte den Creeper treffen! Ja, so kann es gehen bei Minecraft, wenn man den Story-Modus spielt. So, und weil ich es gerade vergessen habe, die Schneider, in anderen Regionen Deutschlands Schnake genannt, die können sehr wohl auch stechen. Das sind so große Stechfliegen. Wenn ich die finde, mache ich sie immer platt. Grundsätzlich. Weil ich finde, die haben in der Wohnung nichts zu suchen. Monedos, ich habe auch aufgelöst. Darf ich jetzt bitte gehen? Nein. Danke. Ja. Gemeinschaft. Frage gestellt, Antwort bekommen. So, muss bleiben. Ganz einfach. Was Anne sagt, wird gemacht. Ich war nur noch bis kurz vor 5 wach und hab dann bis 8 gepennt. Alter! Boy, 5 Stunden sind nicht lang genug. F5? Das Rechnen üben wir nochmal von 5 bis um 18, 3 Stunden, nicht 5. Ach ja. Mathe. Manche Leute können es nicht und andere lernen es nicht und ich liebe es. Aber ich glaube, das ist hier echt gerade... mit Spatzen auf Kanonen schießen. Mit Kugeln auf Spatzen. Kanonen auf Spatzen schießen. Ich kann auch eine Pistole nehmen. Wie heißt das? Mit Kugeln auf Kanonen schießen. Mit Kanonen auf Spatzen schießen heißt der Spruch. Und das ist ein Spruch im Thema Übertreibung. Weil ein Spatz ist, Größenvergleich bin ich. So, eine Kanone ist so. Der Vergleich. Ja, genau. Es wäre wie, wenn man einen Elefanten nimmt und damit eine Maus jagt. Die Maus überlebt, weil der Elefant vor der Maus Angst hat. Zara! Yeah! Oh, er kommt wieder hoch. Oh mein Gott, der Fisch! What the hell? Oh, au, das tut ja schon vom Zugucken weh. Au, mein Rücken. Ah, jetzt kann ich mich 3 Wochen nicht bewegen. Schatz, ich muss zu Hause bleiben. Nein, natürlich nicht. Weiter geht's. Terran, schnell. Nee, wir sind zu dritt, Benji. Jetzt sind wir zu zweit. Das ist fies. Das war gemein. Ganz gemein. Weiter. Guck mal, wie eklig das aussieht. Sieht schon widerlich aus, ne?
Das sieht sich doch eh. Ich kann mich so hier hinsetzen, glaube ich. Also, das sieht so falsch aus. Junge. Warte, kann ich das mit beiden Beinen gleichzeitig? Das wäre die Frage, ne? Wartet. Ich weiß nicht, ob das geht. Wartet. Wartet. Oh Gott. Hat sie von der Gummifrucht gegessen? Das sah ungesund aus. Sowas sollte man nicht machen. Dein Chiropraktiker freut sich. Das fällt mir auf. Das sind ein paar viele. Bankies. Wow, meine Fresse, Kader, was war denn das gerade? Ein typischer Versprecher bei dir. Weiter. Okay. Sehr gute Interpretation. Ja. Doch. Gut getroffen. Also, ich wäre drauf gekommen. Ja, aber es hat ja schon oben drüber gestanden. Deswegen habe ich die Lösung nicht gesagt. Aber ich wäre drauf gekommen. Ein Fisch, der angelt. Also, ein Anglerfisch. Ist doch ganz klar. Man hätte ihn auch anders malen können, aber. Wer sind wir, Frank D. Stremmel, zu widersprechen? Wir sind hier. So sieht es nämlich aus, genau so. Ja, jemand, der Frank D. Stremmel heißt, klingt auch so, als ob man sich mit ihm nicht anlegen möchte. Nee, wenn Frank D. Stremmel sagt, is over, war ein schöner Abend, ja. Dann is over, kein war Wort, ein schöner Abend. Kein Wort mehr jetzt, sonst hole ich uns am Mittwoch hol den Frank D. Stremmel. Ja, das war ja dann schon gesagt. Also Frank D. Stemmel sagt, es ist Ende und dann ist jetzt Ende. Für diese Folge zumindest ist Ende heute. Ich fand sie chaotisch gruselig. Wir hatten ja am Anfang so heiß oder gruselig, chaotisch. Ich fand sie chaotisch gruselig. Hat mir aber trotzdem so bis auf so ein paar Clips sehr gut gefallen. Wichtig war der Clip am Anfang, nämlich, dass wir in der nächsten Woche, wenn alles funktioniert, den Clip aufnehmen, dass Clips von diesem Kanal bei Twitch Clips Germany benutzt werden dürfen. Dann schalte ich mich da auch frei, dass ihr, wenn ihr klippt, die Sachen direkt hochschicken könnt. Okay, gut. Also das machen wir. Aber erst nächste Woche aufnehmen und hinschicken, damit das die Berechtigung da ist dafür. So, das zum einen. So, dann bedanke ich mich bei allen, die mir zugeschaut haben und die sich auch so chaotisch gegruselt haben wie ich. Wenn ihr das mir zeigen wollt, das wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Da ist also alles, was nötig ist. So, wäre toll. Und ich mache das Ganze hier noch bei Twitch Clips Germany. Moment. Abonniert ist ja schon und geliked wird jetzt. Ja, und dann bleibt mir für diese Woche noch zu sagen, wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder sonst irgendwas habt, was ihr zum Kanal loswerden wollt, ab damit unten in die Kommentare. Link zum Originalvideo ist in der Videobeschreibung. Da ist auch der Link zum Twitch-Kanal. Und wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt beim Jubiläum, einfach am Samstag früh einschalten. Es gibt einen mindestens 5-Stunden-Stream und den könnt ihr eventuell auch verlängern. Wenn ihr das wissen wollt, wie, dann müsst ihr entweder jetzt dranbleiben, weil wir auf Twitch gerade sind, oder ihr müsst es im Nachgang gucken, oder was auch geht, ihr schaut einfach nächste Woche rein. Bis dahin auf jeden Fall sagt euch Tschüss, eure Josie.